So, wir haben es jetzt 7 Uhr morgens. Wir haben die ganze Nacht seit gestern 3 Uhr nachmittags Videos geschnitten, um den Film fertig zu machen über unser Treffen in Frankfurt. Protokolle geschrieben und Konflikte gelöst von Okkupisten stundenlang. Was haben wir noch alles gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich. Hühnerfrikassee gekocht. Hühnerfrikassee haben wir zwischenzeitlich auch noch gemacht und einen leckeren Salat. Und ich fahre jetzt zur Schule. Aua. Haben wir den nächsten Termin für die nächste Demo? Aktion gegen den ESM. Gibt es schon einen konkreten Termin? Wir sollten ganz 11.02. So, wir sind wieder mal im Camp. Es ist wieder ein wenig belebter als sonst. Ich will jetzt Werbung machen ab morgen. Die Leute machen hier Camp News. Die Leute kommen jeden Tag hin und fragen. Sollte erst Assemblea sein und dann Demo. Wie sieht's mit dem Verein aus? Gibt es noch anwesende Vorstands? Und auch draußen ist wieder Hochbetrieb heute, was sehr schön ist. Die Leute diskutieren, erzählen ein wenig, was in der Demo AG passiert ist. Wir erzählen ein wenig, was wir in Frankfurt erlebt haben. Morgen gibt es dann unseren Vortrag und den Film. Da ist die Martin-Luther-Kirche und das Camp. Die Börse. Das Justizministerium. Wir haben schon einen schönen Platz hier, auf jeden Fall. Wir haben es inzwischen 23.16 Uhr, waren immer noch nicht pennen, wie man uns vielleicht ansieht, und schneiden immer noch den Film für morgen, damit die anderen auch was Lustiges zu sehen haben von unserem Frankfurt-Erlebnis. Da sitzen noch zwei weitere Okkupistas und unterhalten sich. Und wir kommen einfach nicht mehr zum Schlafen. So, es ist inzwischen 13:30. Mario und Ben arbeiten fröhlich weiter. Aber ich gehe jetzt endlich mal pennen. Ja, genau, das ist doch mal. So, wir haben jetzt 13:40. Haben den zweiten Teil jetzt zumindest erstmal soweit fertig bearbeitet. Ich habe natürlich noch nicht pennen können und die Jungs sind immer noch fleißig bei der Arbeit. Muss halt sein. So muss halt sein. So gehört sich das. Das ist Occupy. Verdammte Scheiße. Willst du sie jetzt oder willst du sie nicht? Es ist 10 nach 3 Uhr nachts. Jonas versuchte zu schlafen, aber er wurde bestohlen. Frechheit! Genau, Jonas. Zähl die Schäfchen. Schnarch nicht so, Jonas. Ich muss in 2 Stunden aufstehen. So, so um 3:30 bin ich dann mal wirklich pennen gegangen. Der Ben so um 4 ungefähr. Jetzt sitzen wir schon wieder hier an dem Rechner und machen den letzten Feinschliff. Teil 1 ist gerade am Rendern. Teil 2 haben wir Gott sei Dank gestern noch geschafft. Das wird knapp mit der Zeit, wenn wir um 6:30 den Vortrag machen wollen und den Film zeigen. Aber wir schaffen das auf jeden Fall, oder Ben? Wunderbar. Können wir mal gucken, wie der das jetzt mit den Playlists macht. Jo. So, wir sind jetzt auf dem Verletzungstreffen. So, wir haben jetzt 6:15, checken nochmal alles durch und zeigen den anderen gleich unser Machwerk. Mal gespannt auf die Reaktion. Weil Ben noch ein Kabel organisieren muss, muss ich jetzt den scheiß schweren Verstärker und den Laptop alleine zum Camp schleppen. Aber ich habe es gleich geschafft. Da vorne sieht man schon die Johanneskirche. Wird bestimmt ein lustiger Abend heute. So, wir sind im Camp angekommen, bauen jetzt langsam die Technik auf. Man sieht noch nicht viel, es ist zu dunkel. Aber
Es geht gleich los. So, die Technik steht erstmal. Gleich geht's los mit der Vorführung. Der Laden füllt sich langsam. Die Vorstellung geht gleich los. Ja, der hielt ihn frei. Jeder Körper ist glücklich. Was hast du das gedacht? Hier ist unser Essenszelt. Ja, das ist geil, gell? Ein schöner Schlaf hat dir gut getan, Mann. Aber die haben ja echt. Frankfurter denken echt mit. Wir haben die richtigen Läden zum Anfang der Demonstration gehabt. Hätte ich gedacht, Mann, Wasserstein ist out. Wenn wir den Jungs mal vernünftig schützen. Super, cool. Leute! Sehr, sehr geil! Ohne Wir möchten den zweiten Teil anverpassen und kommen vor allem. Ja, richtig geil! Super, super, super.